Hey, war das was, Domsau? Männerfreundschaft. Mann, du kannst mir glauben, ich hätte auch gerne mal einen richtig guten Kumpel. Manchmal bin ich so dermaßen scheiß allein, quasi wie ein Domsau. Und ich meine, das liegt nicht an mir. Pass mal auf, nach meiner Scheidung, da habe ich beim Franz 3 Jahre auf dessen 2-Zimmer-Wohnung gehaust. Meinst du, er hat einmal Dank gesagt, hat Arschloch. Verstehst du mich? Oder hier, pass auf, dann lachen wir. So war das doch. Andere Beispiel, Heinz Peter, verstehst du? Riecht sich auf in seinem scheiß Lamborghini, die Schrottkarre. Ja, fahr du doch mal mit 180 Sachen in so eine scheiß kleine Garage rein. Und der Rüdiger hat mir auch seine Freundschaft gekündigt, nur weil alle seine Kinder aussehen wie ich. Ich sag ja, pass auf, Rüdiger, pass auf. Ja, du gehst jahrelang schön gemütlich auf den Nachtschicht und ich hab mich schwitzt wie ein Schwein. Hoffentlich hab ich den Männerschreiter gefunden. Komm, Stauto. Was ist los, Domsau? Stammbaum? Ja, klar, immer. Hier, jedes Mal, wenn ich aus der Kneipe komme, im Volkspark, der dritte Eiche links, dann ist mein Stammbaum, verstehst du? Aber das nur als Witz jetzt, klar. Nee, pass auf, ich sag dir was. Ich habe eine Vorfahren, du, da leckst du dir die Finger nach. Und zwar mein Urarschloch. Weißt du, wer das war? Hey, ja, Tatsache, das war Genghis Spack. Ja, weißt du, woher ich das weiß? Pass auf hier, der Genghis Spack hier, überall, wo der durchgeritten ist, ja, das sah hinterher so aus wie bei mir in der Wohnung. Das ist Tatsache. Ne? Genghis Spack, und pass mal auf, der hat keine 3 Stunden auf dem Amt gestanden für die scheiß 70 Mark Wohngeld. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat sich 1000 Mann genommen, ist in das Amt reingeritten und hat für das scheiß Büro Arsch gesagt, entweder krieg ich jetzt sofort die 70 Mark, du dumme Sau, oder ich komm morgen nochmal wieder. Was ist los, Domsau? Radfahren leckt mich am Arsch hier. Für ganze 80 hier bis 85 Mark wollte ich ein Fahrrad kaufen. Sagt der Verkäufer, die Domsau für mich. Sie sind doch der genau der richtige Mann für so ein so ein Fahrrad für die Berge, verstehst du? Hier. Warte mal auf, 38 Gänge, voll verchromt, 2600 Mark. Ich denke, leck mal schon wieder einen Kredit. Ach du Scheiße. Ja, hab ich mich draufgesetzt, verstehst du? Dreimal reingetreten, bin ich mit einem Affenzahn durch der Stadtwald gefahren. Ich kann dir sagen, hier sitzen da 2 Domsäu und sind am Picknicken, verstehst du? Hier. Ich denke, ich wollte gerade die Bremse, da denke ich, noch nicht mal einen Rücktritt, hat da drin, scheiße ich. Und da bin ich den voll durch die Frikadellen gerast, verstehst du? Hier, pass auf, das machen wir alles. Das geht noch weiter. Ja, was sitzen die Domsäu da rum und so am Fressen, verstehst du? Hier. Ja, pass auf, hier, 10 Meter weiter Betriebsausflug vom Altersheim, wa? Hier, ich voll da durch im Slalom, verstehst du? Links eine Krücke und rechts eine Krücke, verstehst du? Hier, ich denk, ach du liebe Zeit, jetzt hast du letzte warm Würzchen gepupst, verstehst du? Ich dreh mich noch rum und sag zu den armen alten Leuten, dumme Sau alle, weißt du? Hier, und da bin ich schon voll auf die Eis hier knallt, das Fahrrad totaler Schrott. Ich sah 3 Wochen aus wie ein dumme Sau, hoppelt aber mit dem scheiß Fahrrad dran, du. Ja.